Service Learning ist, wenn eine Klasse im Unterricht die einheimischen Vogelarten behandelt und dann Nistkästen für Meisen baut und im Dorf montiert. Service Learning ist, wenn sich Schülerinnen und Schüler mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigen und dann als Energieagenten Dienstleistungen zum Energiesparen anbieten. Service Learning ist, wenn Drittklässlerinnen und Drittklässler die fünf Sinne behandeln und dann im nahen Altersheim einen Parcours mit Posten zu den einzelnen Sinnen organisieren. Jetzt 20 Pilotklassen und Schulen führten in der Schweiz Service Learning Projekte durch. Wie zum Beispiel die 5. und 6. Klasse von Moni Schmidli aus Heimberg im Kanton Bern. Für ihr Service Learning Projekt befragten die Kinder die Bewohnerinnen und Bewohner von Heimberg, was in ihrem Dorf verbessert werden könnte. Ein Wunsch wurde immer wieder genannt: ein Dorfplatz, auf dem sich die Menschen treffen können. Die Idee elektrisierte die Klassen. Sie fertigten Projektpläne an und bereiteten selbstständig eine Präsentation vor, an der sie der Dorfbevölkerung ihre Ideen vorstellten. Service Learning verbindet also einen Dienst, einen Service für die Gesellschaft mit dem Unterricht, dem Learning. Im August haben eigentlich noch alle über uns gelacht, weil gefunden, ja, also das ist ein viel zu grosses Projekt, was ihr da im Sinn habt. Macht doch lieber etwas Einfacheres, einen Wald aufräumen oder so. Und schon gleich haben wir gleich das Gefühl gehabt, nein, wir bleiben da dran. Und das Echo, das wir jetzt hatten, punkto, wir sind vorgeladen worden vom Gemeinderat, vom Gemeindepräsidenten. Wir haben die Anfrage bekommen von dem Architekturbüro, die hier jetzt im Planen sind, für das Bauen, für die Mitgestaltung, dass eben die Schulklassen werden dürfen mitgestalten, was jetzt hier mit dieser grünen Fläche passiert. Es soll einen Begegnungsplatz geben für Jung und Alt. Also ich denke, es ist wirklich etwas im Tun. Und ja, es ist viel gegangen jetzt in diesem Schuljahr, seit sie drin sind. Heute gibt es im Gemeinderat eine Kommission, die das Projekt des Dorfplatzes konkret plant und umsetzt. In der Kommission wirken auch eine Schülerin sowie Moni Schmidli mit. Service Learning Projekte werden immer auf der Basis von international anerkannten Qualitätsstandards entwickelt und realisiert. Die fünf wichtigsten Standards sind: realer Bedarf des Engagements, Partizipation der Schülerinnen und Schüler, Einbezug in den Unterricht, außerschulische Kooperation, regelmäßige und geplante Reflexion. Anhand der gefilmten Pilotklassen werden die Qualitätsstandards nachfolgend vorgestellt. Realer Bedarf des Engagements. Die Schülerinnen und Schüler können eine sinnvolle und nützliche Aufgabe übernehmen. Das Engagement reagiert also auf einen realen Bedarf oder ein reales Problem im näheren oder weiteren Umfeld. Die 5. Primarklasse mit ihrer Lehrerin Marianne Soland in Adligenswil, Kanton Luzern. Die Klasse wollte herausfinden, was in Adligenswil zu verbessern sei. Dafür waren die Kinder als sogenannte Gemeindedetektive und Detektivinnen im Dorf unterwegs. Sie befragten Leute auf der Straße, im Gemeindehaus, in Läden und in Gewerbebetrieben, was ihnen an Adligenswil gefällt und was noch besser sein könnte. Ich denke, einfach für die Jungen sollte man etwas machen. Ein Spielplatz oder? Ja, zum Beispiel. Oder einfach, wo die Jungen Proberäume haben, wo sie können ein bisschen mit Band spielen. Das ist natürlich jetzt auf mich bezogen, hier vom Geschäft. Was ihr könntet machen für Adligenswil? Ja, ein bisschen gucken, dass es ein bisschen sauber bleibt, aussen für. Wenn man natürlich den älteren Leuten oder allgemein den Leuten hilft, ist es so schön. Immer. Es gibt viele Sachen, denke ich, die ihr das Klasse verändern könnt. Ein erster Schritt, denke ich, wird möglich sein, auch was die Pausenplatzgestaltung anbelangt. Die könnt ihr allenfalls auch selber eine Hand anlegen, da läuft das Projekt. Viele verschiedene Sachen. Einen realen Bedarf oder ein reales Problem ermitteln bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler eine sinnvolle und nützliche Aufgabe übernehmen können. Und dass das, wofür sie sich engagieren wollen, auch wirklich gebraucht wird. Ein reales Problem kann man zum Beispiel mit einer solchen Umfrage aufspüren, wie sie die 5. Klasse gemacht hat. Siebenmal älteren Leuten oder Behinderten helfen,
einmal Geld spenden. Jugendliche rauchen einmal. Müll sechsmal. Mehr Spazierwege einmal. Diebstähle von Kindern. Verkehr ist sehr laut. Zu viel Dreck. Zu viel Drogen. Angst hat. Pausenplatz Kirchhof wäre. Auf der Basis der Recherche entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für ihr Projektthema. Die 5. Klasse aus Adligenswil entschied sich schließlich, die Spielmöglichkeiten auf dem Schulareal zu verbessern. Gemeinsam entwarfen und gestalteten sie Spiele, die sie auf den Pausenplatz malten. Partizipation der Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler werden in die Auswahl und Planung ihres Engagements aktiv mit einbezogen und setzen das Projekt möglichst selbstständig um. In Herisau, Kanton Appenzell-Ausserrhoden, gibt es viele versteckte und vergessene Zeitzeugen der Vergangenheit. Was fehlt, ist ein jugendlicher Blick auf das Dorf mit den städtischen Strukturen. Im Auftrag des Gemeindepräsidenten waren 12 Sekundarschülerinnen und Schüler als Location Scouts unterwegs. Sie sollten nach schlummernden Schätzen der Vergangenheit fahnden und dem Gemeinderat Vorschläge für eine alternative Nutzung machen. So entdeckte zum Beispiel eine der Gruppen einen historischen Brunnen und schlug vor, ihn als erfrischendes Bistro an heißen Tagen zu nutzen. Die Vorschläge wurden jeweils szenisch umgesetzt, fotografisch wie auch inhaltlich dokumentiert und schließlich dem Gemeinderat übergeben. Wir hoffen natürlich fest, dass wir aus diesen Projekten jetzt noch etwas miteinander machen können. Das heisst, da, wo die Jugendlichen jetzt als Ideen haben, dass sie das einbringen, dass wir sehen, oh, da ist ja noch etwas, das wir auch noch brauchen können oder das wir vielleicht bis jetzt noch gar nicht genutzt haben, wo wir miteinander mal etwas entwickeln können und dann zusammen schauen, was geht da für unser Dorf her. Partizipation bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler eine Stimme erhalten. Sie können ihre eigenen Ideen und Sichtweisen einbringen. Wenn sie eigene Handlungsspielräume haben, sind sie motivierter, was sich positiv auf ihre Schulleistungen auswirkt. Partizipation bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Das wiederum setzt von den Lehrpersonen die Bereitschaft voraus, Verantwortung abzugeben. Also mir ist eine Schwierigkeit, mich zurückzuhalten. Das heisst, nicht mitgehen, obwohl ich spannend finde. Auszuhalten, dass bei der AG Zielander heisst, ja, aber wo ist der Lehrer? Der bleibt daheim, hat keine Kontrolle mehr darüber, kommt vielleicht auf Ideen, die er gerne platzieren aber nicht darf, und so weiter. Einbezug in den Unterricht. Das Projekt ist Teil des Unterrichts und wird mit Unterrichtsinhalten verknüpft. Die 3. Sekundarklasse aus Trogen im Kanton Appenzell-Ausserrhoden wollte sich zum Jahr der Biodiversität für die Natur engagieren. Die Schülerinnen und Schüler entschieden sich, eine Trockensteinmauer zu bauen. Im Unterricht setzten sie sich vertiefter mit der Biodiversität auseinander und sammelten in Gruppen Informationen zu verschiedenen Lebensräumen, wie zum Beispiel dem Weiher, dem Bach und dem Waldrand. Schlussendlich geht es ja auch darum, dass sie Techniken lernen, wie ich Informationen sammle, wie ich ein Foto, das ich gemacht habe, am Computer bearbeiten, ausdrucken und so weiter. Also es geht natürlich auch um diese Sachen. Mit den gesammelten Informationen und Pflanzen gestalteten die Schülerinnen und Schüler Plakate. Ein Service-Learning-Projekt ist immer Teil des Unterrichts und wird mit dem Unterrichtsstoff verknüpft. Die Anbindung an die Lehrplanziele ist eines der wesentlichen Merkmale von Service-Learning. Die Verknüpfung mit dem Unterricht ermöglicht ein handlungsorientiertes Lernen. Schülerinnen und Schüler erkennen die Relevanz dessen, was sie lernen. Mit Service Learning werden fachliche und überfachliche Kompetenzen geschult. Außerschulische Kooperation. Das Projekt findet, wenn möglich, außerhalb des Schulhauses statt und wird zusammen mit außerschulischen Kooperationspartnerinnen realisiert. Die 2. Sekundarklasse aus Malters im Kanton Luzern entwickelte auf der Basis ihrer Recherche in der Gemeinde zahlreiche Ideen, wie sie sich engagieren könnte. Sie entschied sich schließlich für den Bau eines Picknickplatzes an der kleinen Emme. Ganz am Anfang, so nach der ersten Zeit, wo wir eigentlich das Detektivspiel gemacht haben, bin ich dann auch so ein kleines Loch hier gefallen. Ich habe gemerkt, ja,
wie leite ich die Schüler an, überhaupt die Sachen zu machen. Die wollen einen Tisch machen mit einer runden Bank rundherum und Höcker und Grillstelle, betonieren und so weiter. Da habe ich gemerkt, da kommen meine Grenzen, was handwerkliche Fähigkeiten anbelangt. Und ich habe gemerkt, wir brauchen Hilfe von außen. Ich habe das so in der Klasse umgefragt. Und die haben dann schnell gewusst, dass der Bruder und der Onkel und der Vater das können. Und die können jetzt noch wegen dem Material fragen, also auch wegen Sponsoren, weil das ganze Material doch einen gewissen Kostenpunkt hat. Ich habe dann Gruppen gemacht, wo jede Gruppe für einen Teil des Projekts verantwortlich war. Und als Gruppenchef einen dann freiwillig sich gemeldet hat. Ich habe vor allem gelernt, einfach, dass man so als Gruppenleitende viel muss schauen muss, dass alle Leute da sind, dass alles Material da ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass man an so viele Sachen denken muss. Es ist immer mal so geplant und denkt, ja, was braucht man alles für eine Feuerstelle? Bänke und Tisch und eben Höcker und Feuer. Also Feuerstelle. Ja. Grill und so. Und eben, wenn wir dann vielleicht fertig sind, machen wir eine Einweihungsfeier. Ja. Sicher schon, gell? Mit Service Learning wird die Schule nach außen geführt. Die Schülerinnen und Schüler lernen an neuen Lernorten und in authentischen Lernsituationen. Sie arbeiten mit außerschulischen Fachpersonen und Institutionen zusammen. Diese Zusammenarbeit ist für beide Seiten wichtig. Sie fördert das gegenseitige Verständnis. Die außerschulischen Kooperationspartnerinnen und Partner profitieren von der Energie, der Kreativität und der Arbeit der Klassen. Sie können als Mentoren eine Beziehung zur nachwachsenden Generation aufbauen. Die Schülerinnen und Schüler selber können zeigen, wozu sie fähig sind. Sie erfahren, dass sie etwas bewirken können und dass sie für die Gesellschaft wichtig sind. Ihr Selbstwertgefühl steigt. Es kommt ja nicht darauf an, ob es schwierige Sachen sind. Wir können es auch ganz einfach machen. Aber jetzt ist gleich etwas ziemlich Grosses entstanden. Regelmäßige und geplante Reflexion. Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Erfahrungen und Lernfortschritte regelmäßig und geplant. Die dritte Gymnasialklasse aus Sarnen, Kanton Obwalden, setzte sich mit ihrem Service Learning Projekt für die Erhaltung des Jugendpavillons ein. Sie organisierte im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft eine Benefizveranstaltung mit Public Viewing und anschließender Party. Das ganze Projekt werteten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam aus. Jetzt zum Ziel. Was haben wir uns für Ziele gesetzt? Wo haben wir korrigiert? Was haben wir am Schluss erreicht? Eben, was ist gut, weniger gut gelaufen? Wo haben wir so ein bisschen ein schmunzelndes Gesicht? Wo eher ein betrübtes? Reflexion ist das Bindeglied zwischen dem Service und dem Learning. Indem die Schülerinnen und Schüler reflektieren, erkennen sie ihren Lern- und Kompetenzzuwachs. Die Standard-Reflexion nimmt für uns sehr einen wichtigen Faktor ein. Und zwar geht es darum, dass es natürlich allgemein ein Anliegen ist, dass die Schüler über das, was sie machen, nachdenken und nicht einfach irgendetwas machen und dann denken, jetzt ist es vorbei. Es ist aber ganz sicher so, dass für Schüler das kein Lieblingsthema ist, über Sachen, die man gemacht hat oder nicht so gut gegangen sind, nachzudenken und noch über das reden. Aber ich denke, für die Zukunft wissen sie ganz genau, dass da etwas bringt, dass sie da damit auch persönliche Entwicklung machen können. Ohne Reflexion geht ein wesentlicher Faktor für den Erfolg eines Service-Learning-Projekts verloren. Sie wird deshalb von Anfang an fest und regelmäßig eingeplant. Was war euer ganz persönlicher Beitrag zum Projekt, wo ihr auch das Gefühl habt, das war wesentlich und hat zum Erfolg beigetragen? Und das andere, was ihr persönlich für euch gelernt habt und für euer Leben gelernt habt aus diesem Projekt, gibt es etwas, was ihr mitnehmt, zusätzliche Kompetenz oder so, die ihr gelernt habt? Service Learning ist eine innovative Unterrichtsmethode, die vom Kindergarten bis zur Universität eingesetzt werden kann. Service Learning nützt allen Beteiligten, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen, der Schule und der Gesellschaft.
Also ich finde es in der heutigen Zeit besonders wichtig, dass man den Jugendlichen immer wieder zeigt, es geht darum, sich auch für andere zu engagieren. Es sind nicht alle so privilegiert wie wir. Wir müssen Sorge zu anderen tragen, wir müssen Sorge zu unserer Umwelt tragen. Weil gerade heute, das spüre ich im Unterricht tagtäglich, den Egoismus. Und es ist ja eh egal, also die Schüler laufen davon, überall liegt der Abfall umeinander, man tut die Stühle nicht anschieben, man sagt nicht Grüezi, man sagt nicht Adie. Also viele so Sachen, die einfach verloren gehen. Und ich finde, das ist ein Auftrag von uns als Schule, da Gegensteuer zu geben. Und ich finde, mit so einem Projekt kann ich da einen Teil dazu beitragen. Ich erwarte von den Schülern, dass wenn sie in der Schule schon mit so etwas anfangen, sich engagieren für andere, dass das wie ein Teil von ihnen wird. Dass sie merken, dass man eben selber auch immer profitiert. Also man ist selber viel zufriedener, man kommt selber Freude über, wenn man sich für andere engagiert. Und es tut einem gut. Für eine Schule ist es wichtig, gerade speziell, dass sie auch in Kontakt kommt mit Leuten, die außerhalb der Schule sind. Der Schule wird ja da auch viel vorgeworfen, zum Teil zu Recht, dass es ein Betrieb ist in sich hinein, wo eigentlich man sich manchmal die Frage stellt, was hat es mit dem Leben und der Realität zu tun. Und gerade darum finde ich es ganz wichtig, dass man so ein Projekt macht. Zu lernen, dass wenn sie jemanden angeschrieben haben, dass dort ein positives Echo kommt und dass wenn sie mit Feuereifer hinter etwas sind, dass sie auch andere davon anstecken können. Und da finde ich auch spannend, wenn sie vorgehen, wie man in diesem Alter vorgeht, eben nicht papierig, zufällig, sehr spielerisch, dann kommen zum Teil Ergebnisse zum Vorschein, die ich vielleicht gar nicht vorausgesehen habe. Also es gibt ganz andere Qualitäten, aber ich muss sagen, wenn die am Schluss sich bewegt haben, gelernt haben, auf fremde Leute zuzugehen, wirklich ihrer Spur folgen, gestärkt sind, motiviert, dann muss ich sagen, habe ich viel mehr erreicht, als ich vielleicht beabsichtigt habe. Der Wert von dem Projekt für die Schüler, auch für mich, ist, dass man sich Gedanken macht, ja, wie kann man in einer Gemeinde etwas Nützliches herstellen. Ich hatte auch Diskussionen mit der Klasse, wo ich gemerkt habe, ich würde gerne Sachen machen, die jetzt vor allem für sie selber lustig ist, aber vielleicht der Nutzen für die Gemeinde nicht so gross ist. Und das Bewusstsein schaffen, dass man für jemand anderen etwas macht, dass das Freude bringt, dass das wahrscheinlich die Freude grösser ist, wenn man sie mit anderen teilen kann, wenn man nur für sich selber etwas macht. Das ist für mich ein Nutzen von diesem Projekt. Der zweite Nutzen ist für mich, dass man schulische Inhalte viel besser verpacken kann. Also besser heisst im Sinne von lustiger. Also die Vielfalt an Fähigkeiten, die jetzt die hier gelernt und gesehen haben und sich auch selber darin erfahren haben, was sie eigentlich könnten. Oder das geht sicher auch in Richtung Berufswahl, sich selber entdecken und mehr Spass am Unterricht.